Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ist eine Weile her. Es gab die letzten Tage und Wochen ein bisschen Funkstille hier. Und um das zu erklären und um euch mal so ein bisschen darzustellen, wie es jetzt weitergeht, wollte ich mich mal melden und euch eine kleine Übersicht geben über die aktuelle Situation. Wie ihr wahrscheinlich schon bereits gemerkt habt, sind die letzten zwei regulären Termine, an denen Cyan eigentlich stattgefunden hätte, leider ausgefallen. Das liegt daran, dass wir in beiden Fällen relativ kurzfristig erfahren haben, dass Spieler dort private, persönliche Termine hatten. In Bezug auf Job und Familie, solche Dinge. Das hat uns recht kurzfristig erreicht und ich wollte das noch durchgeben, euch Bescheid sagen, aber zum einen A kam es, wie schon gesagt, recht kurzfristig und B, ich war ziemlich im Stress, unter anderem, weil ich jetzt einen neuen Job angefangen habe und da sehr beansprucht bin und dementsprechend habe ich es nicht mehr bekannt gegeben und wir haben die Termine einfach ausfallen lassen. Das fanden wir alle ziemlich doof, gerade weil wir ja gerade an einer relativ wichtigen Stelle in der Geschichte sind, in unserem Science-Stream. Und die Geschichte weitererzählen wollen. Aber es ging halt nicht anders. Und dementsprechend war die Frage, okay, wie sieht es aus? Wann, wie geht es weiter mit Sign, Shadows of New Orleans? Und wir haben uns mal zusammengesetzt und mal nachgeschaut und gesehen, dass nicht nur die letzten beiden Termine schwierig waren, sondern auch am kommenden Termin, an dem wir regulär spielen würden, am 17. Juni. Da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass mindestens einer unserer Spieler nicht kann. Und als wir dann gemerkt haben, okay, das wird da auch schwierig, haben wir uns entschieden, anstelle darauf zu warten, ob es vielleicht doch noch geht und dann wieder kurzfristig absagen zu müssen, haben wir uns entschieden, nein, wir sagen den Termin jetzt im Vornherein ab. Und zusammen mit den beiden anderen Terminen, die bereits ausgefallen sind, machen wir daraus quasi jetzt eine Sommerpause. Soll heißen, weil jetzt wieder mehr los ist, weil wir mehr zu tun haben, weil aufgrund der graduellen Öffnung mit den sinkenden Zahlen von Covid, weil wir da halt teilweise wieder mehr arbeiten müssen, mehr teilweise Extraschichten haben oder eben Treffen mit der Familie anstehen, die uns dazwischen gekommen sind, weil das gerade so akut ist, haben wir gesagt, gut, wir legen jetzt im Juni einfach eine Pause ein. Der nächste Termin, an dem wir alle definitiv können sollten, ist der 1. Juli. Der 1. Juli. Und ja, weil wir wieder richtig in die Geschichte einsteigen wollen, dann hoffentlich mit weniger Unterbrechung, haben wir uns entschieden, gut, wir machen jetzt nochmal, wir legen jetzt eine offizielle Pause ein, eine Sommerpause, eben vom Mitte des letzten Monats bis Ende diesen Monats, bis Ende Juni, lassen den nächsten Termin nochmal ausfallen und steigen dann am 1. Juli wieder richtig ein. Und wie schon gesagt, das ist ein bisschen schade, dass das so passiert ist. Mit dem Cliffhanger, den wir in der letzten Runde hatten, wollen wir unbedingt weitermachen. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ihr sicherlich auch. Und ja, dementsprechend hoffe ich, das ist okay für euch. Ich bitte um euer Verständnis hier, dass es so kurzfristig kommt und dass es so jetzt passiert ist. Wir werden die Pause nutzen, um uns um diese Dinge zu kümmern, diese Real-Life-Dinge. Unsere Energie zu sammeln, uns gut vorzubereiten auf die nächste Sitzung und dann hoffentlich mit neuer Kraft und mit richtig viel Zeit auch da einzusteigen in die kommenden Sitzungen und dann auch regulär wieder alle 2 Wochen spielen zu können. Ja, ich hoffe, ihr könnt das verstehen und hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, freut euch trotzdem darauf. Jetzt, wie es weitergeht, wollt trotzdem mit uns weiter diese Story genießen und geduldet euch noch ein bisschen bis Anfang Juli. Wir sind dann wieder da. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, möchte da jetzt auch bald wieder reinspringen. Dementsprechend, danke für euer Verständnis. Danke für eure Geduld. 17. Juni fällt es nochmal aus. Am 1. Juli sehen wir uns wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Um 20:15 Uhr auf meinem Twitch-Kanal, ne? Rarasal. Sowie dann kurz danach als Konserve hier auf YouTube. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anregungen, was wissen wollt, lasst es mich wissen, schreibt es einfach in die Kommentare.
Ihr kennt das ja, ich freue mich immer über eure Rückmeldungen. Und ja, wir sind alle sehr gespannt, wie es weitergeht. Und meine Spieler und ich sehen euch dann hoffentlich wieder in voller Zahl am 1.7. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ich freue mich auf euch. Tschüss!